Du fühlst dich als Versager? In Finnland bist du ein Siegertyp. Der ohnehin schon schräge Humor des Landes wird mit dem jährlich am 13. Oktober stattfindenden Tag des Versagens weiter gepflegt. 2010 erstmals abgehalten werden hier schlechte Nachrichten und unglückliche Erlebnisse als nützliches Lernen für die Zukunft zelebriert. Also viel Glück beim nächsten Mal. Du kannst schlafen, schwimmen, segeln, fischen und Beeren sammeln, wo du willst. Wie viele der nordischen Länder bietet Finnland einige der besten Gelegenheiten zum freien Erkunden und Wildcampen. Das bedeutet, man kann hier überall sein Zelt aufstellen, nach frischen Preiselbeeren suchen oder in den Seen nach Zandern fischen, ganz unbesorgt. Sie haben auch noch einige andere coole Dinge erfunden. Für ein Land von gerade einmal 5 Millionen ist Finnland überraschend pionierfreudig. Andere finnische Erfindungen umfassen den Rettungsschlitten, den Herzfrequenzmonitor, salziges Lakritz, das Linux-Betriebssystem, Schlittschuhe, Angry Birds, den Molotow-Cocktail, die SMS und selbstverständlich die Sauna, welches ja auch gleichzeitig das meistgenutzte finnische Wort außerhalb des Vaterlandes ist.